So gemacht, als auch in der Tschechoslowakischen Republik, als auch in der Sowjetunion. Und sollst du was über Preise sagen? Sag mir mal, was kostet so ein Modell? Ja, das Modell, was wir hier sehen, kostet im Rohbau, also das ist ein Modell, was aus Voll-GFK ist, was man kaufen kann. Kostet dieses Modell etwa ohne was drin, ohne Lackierung, 7.000 Euro. Die Turbine dazu muss man extra noch mal mit 4.000 Euro rechnen. Der Landeleschein, alles gehe. Jetzt hat er fast nicht schon den Zufall getroffen und muss jetzt die Maschine abfangen. Wunderschön, ganz gut dabei gelandet. Vielen Dank an Marco Becker.
Becker mit L39. So, die Modellflieger möchten sich dann von diesem Wochenende verabschieden. Peter, es hat mir viel, viel Spaß gemacht, mit dir hier zu moderieren. Du hast mich ertragen und alles Gute und vielen Dank. Wir sehen uns. Die Maschine hier, original oder Scale vor. Er macht keine 3D-Figuren, er hat auch keinen Schubvektor. Verkleideter Cowling, also man hat die Zylinder verkleidet unter einer Cowling. Und sogar die Fahrradräder beschut, um den Luftwiderstand zu senken, mit der E85 wurden früher die sogenannten Wingwalking-Flügel gemacht. Die PT-17, die hätte es vielleicht auch machen können, aber die wäre dann in der Luft stehen geblieben. Wenn da noch jemand auf die Tragfläche klettert, aber bei der E85 konnte man oben ein Gestell aufbauen und der Mitflieger aus der ersten Kabine konnte während des Fluges angeleint auf die Tragfläche, zwischen die Tragflächen klettern und dann wurden mit dem Passagier auf dem Rücken die Superlookies und der Rote dahinter, dass es keine Gefahr gibt, aber ich habe es sehr gut gemacht. Gewendet, die hat man teilweise angeschossen. Mit Pyropatronen hat man die heißen Gase erzeugt, die normalerweise aus der Brennkammer auf die Turbine wirken, um sie in Bewegung zu setzen. Die russischen Turbinentriebwerke, die ich kennengelernt habe, wurden alle elektrisch angelassen. Da wurde der Generator umgeschaltet zum Anlasser. Und auch die Verfahren zum Anlassen waren dann entsprechend schon automatisiert. Die Nummer 27 hat hier angelassen. Sie wird sich auf den Heimflug begeben. Hat noch einen weiten Weg vor sich, genauso wie die beiden Diamarchetti der Familie Niebergall. Die haben wir heute hier sehr schön erlebt. Haben uns gefreut, dass sie gestern hierher kommen konnten. Vorgestern war es ja nicht möglich und sie kamen gestern ziemlich pünktlich dann noch hier an. Haben jeden Tag zwei Flüge gemacht und werden uns jetzt hier auch in Richtung Koblenz verlassen. So, der Niklas, der hat sich jetzt da oben, Nikolaus Beetz, ja, fast auf 1500 Meter geschraubt. Fast fragen, hat er eine Sauerstoffeinrichtung an Bord? Brauchen wir nicht, ab 4000 Meter braucht man die. Und wieder ein Dreiviertel Looping, drehen um die Längsachse, ausleiten in die Gegenrichtung. Macht's gut. Many happy endings. Und das Ganze gleich nochmal. Noch eine globale Sache. Totpunkt hat er vielleicht noch so 2G. Ist aber nicht ganz so schlimm wie in der Extra. Aber für diese Flugzeuge, die schon in den 30 Jahren dann die Flugvorführung an den Flugtagen 2023 in Großenhain beendet. So, die Erde hat ihn wieder. Fast jedenfalls. Er schwebt noch und schwebt und schwebt, nutzt die Eigenschaften und landet jetzt hier auf dem Rasen mit einer Radlandung. Er hat auf die Vorderbeine Hauptfahrerrädern aufgesetzt und das nicht am T, sondern weit hinten, um möglichst geringe Rollzeit auf der Bahn zu haben. Und wir machen weiter mit den Rundflügen.
diesmal startet er normal. Jetzt sieht das Flugzeug nicht so aus, aber auch er schaukelt wieder um die Längsachse und sagt auch diese Tschüss und Winke, Winke, bis zum nächsten Mal. So, die Gäste, die jetzt dort stehen, wo die steht, können wir das machen. Und dann können wir auch alle nochmal nach drüben schauen. Und hier holt jetzt ein Gast, den wir nicht erwartet hatten zum Start und den ich vorhin noch falsch klassifiziert habe. Ich habe gedacht, es wäre auch eine Boeing Stearman, aber es ist eine Focke-Wulf Stiegels 44. Eine Focke-Wulf 44 Stiegels, so kann man es richtig sagen. Auch ein Trainingsflugzeug der deutschen Luftwaffe vor dem Zweiten Weltkrieg in gemischter Weise. Stachbespannter Rumpf und Tragflächen und ein Siebenzylinder Siemens Sternmotor als Antrieb, starres Fahrwerk. Ah, schauen Sie mal, wir haben noch mal einen Überflug. Die kommen noch mal vorbei. Richtig schön. Macht's gut. Tja, das ist standesgemäß.
weiter. Bevor Sie abheben, steige ich dann wieder aus.
zweimal tanken. Immer auf dem linken und immer auf dem rechten Flügel. Da haben wir drin den Wahlschalter und da kann man immer aus linker Tankbehälter, rechter Tankbehälter über alle Bäder anzapfen. Integraltanks. Toll. Also in der Tragfläche sind die Tankbehälter. Da haben wir. Thank you.
Transporthubschrauber ist das gewesen. Der andere war bewaffnet.